Christina Mann lebt auf einem Weingut. Doch außer Trauben haben es ihr noch viel mehr Pflanzen angetan, vor allem Kräuter. Aus diesen kann man wunderbare Lebensmittel, Genussmittel und Heilmittel machen. Oftmals gesünder, regionaler und geschmackvoller als Massenware aus dem Supermarkt. Jeder kann sich Kräuter pflanzen, sagt sie. Seit 1999 ist sie Wildkräuterführerin und zeigt den Seminarteilnehmern, welche kleinen Wunder ihr eigener Garten hergeben kann. So macht Christina Mann Marmelade aus den ganzen Pflanzenköpfchen des Löwenzahn. Auch Gemüsesoße muss nicht aus dem Discounter kommen, sondern lässt sich aus eingelegten Wurzeln und Kräutern selbst herstellen. Das hält sich lange, da es gesalzen ist. Das hält sich durch den Salzanteil relativ lange. Kann man also bis zu einem Jahr einfach lagern, macht man im Herbst, weil im Herbst die wilden Wurzeln reif sind oder so sind, dass man sie ernten kann und ihre Inhaltsstoffe enthalten. Und deswegen nimmt man die dann auch in der Jahreszeit am liebsten. Heilende Salben kommen ebenfalls aus dem Garten. Hier ist eine Salbe, die ist aus Beifuß gemacht und Bienenwachs und Shea-Butter. Das ist eine Salbe, die man sehr schön verwenden kann, zum Beispiel für alle Muskelverkrampfungen. Also dann, wenn man Muskelkater hat oder auch bei Zerrungen verwenden kann, die dann sehr hilfreich ist und die man auch sehr einfach herstellen kann. Also dafür braucht man auch nicht ganz viel verschiedene Materialien und auch nicht viele verschiedene Werkzeuge. Oder ein Sirup, auch das ist was man sehr schön und sehr leicht herstellen kann. In dem Fall ist es spitzwegerig, ist relativ bekannt, das Kraut. Oder die Tinktur für das lange Leben. Kann man das denn nachweisen? Es gibt Leute, die das behaupten. Ich würde meinen Kopf dafür nicht hinhalten. Also was man aber schon weiß, ist, dass die Verwendung von wilden Kräutern oder überhaupt von vielen Kräutern so gut für das Immunsystem des Körpers ist, dass tatsächlich eine ganze Menge körperliche Effekte so positiv beeinflusst werden, dass man unter Umständen vielleicht weniger schnell krank wird und dann damit auch ein bisschen länger lebt. Letztlich gibt der Garten auch diverse Genussmittel her. Nicht nur den Wein, auch aus Blüten lassen sich Genussmittel machen, wie diesen Likör. Das ist ein Sommerlikör aus ganz, ganz vielen Blüten, kann man auch noch ganz gut erkennen. Ne, da sind Ringelblumenblüten drin, Johanniskrautblüten drin und ganz viele andere. Likör hat nicht so viel Alkohol wie eine Tinktur, ist deswegen auch nicht so ein intensives Heilmittel, aber in dem Fall zum Beispiel auch durchaus mit Bitterstoffen versetzt. Also könnte man diesen Likör auch zur Verdauung verwenden. Man kann aber auch einfach nur trinken, weil er schmeckt. Die rheinhessische Schweiz hat ein recht trockenes Klima und besondere geologische Verhältnisse. Ideal für viele Kräuterarten. Die Kräuterkunde ist so alt wie die Menschheit selbst, sagt Christina Mann. Früher gab es keine Pharmaindustrie. Pflanzen sind grüne Verbündete. Sie können Außergewöhnliches leisten. In der Ernährung, gerade mit Wildpflanzen, kann man sich relativ viel Gutes tun, weil Wildpflanzen häufig Bitterstoffe enthalten, abgesehen mal von vielen Vitaminen und Mineralien. Und die Bitterstoffe sind für unseren Körper eine ganz, ganz wichtige Sache. In unserer klassischen Ernährung, das, was man so im Supermarkt kaufen kann, sind Bitterstoffe relativ unbeliebt. Das heißt, die werden vielen Lebensmitteln entzogen bei der Herstellung. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass man vor 10, 15 Jahren Endiviensalat gegessen hätte, dann wäre der sehr viel bitterer gewesen als das Endivien-Salatprodukt, das man heute kriegt. Und das hat was damit zu tun, dass Bitterstoffe für den Menschen erstmal was Unangenehmes sind. Also Bitterstoffe sind in allererster Linie unerfreulich für den Mensch und man mag die nicht so gerne essen. Aber die haben einen ganz großen Nebeneffekt. Die Bitterstoffe bewirken, dass man a. eher satt ist und b. keine Lust mehr hat auf Süßes. Das heißt, man isst weniger und man isst auch nicht mehr so süß. Bitterstoffe helfen also beim Schlankbleiben. Sie können aber auch typischen Zivilisationskrankheiten vorbeugen, wie Kreislaufproblemen, Herzverfettungen oder Knochenkrankheiten. Wenn wir unsere Ernährung mit wilden Kräutern sozusagen aufpeppen, das muss nicht die Masse sein. Da reicht, dass man hier mit Majoran, mit dem wilden Majoran, dem Dost, mal würzt, ne, kräftig in der Küche. Oder man kann den klassischen Beifuß nehmen, kennt jeder, Beifuß in die Gans, ne, für die fetten Fette oder gegen die fetten Fette, den kann man selber sammeln, den kann man selber trocknen, damit kann man auch würzen, man kann Löwenzahnsalat essen und man kann, wenn man diese Bitterstoffe quasi integriert, zunehmend sehr viel für die eigene Gesundheit tun. Die Mehrheit der Menschen greift weiterhin in den Pillenschrank. Naturheilmittel sind dennoch wieder im Kommen. Das auf jeden Fall, auch schon seit ganz vielen Jahren. Man muss aber auch sehen, dass der Griff zur Tablette einfach der einfachste ist. Ne, wird einem versprochen, dass das irgendwie wunderbar hilft. Vitamine in Dosen, also in Pillen oder auch irgendwelche
Tropfen oder auch Tabletten für die Gelenke, für die Arthrose oder für die Arthritis. Das ist schon was, was sehr bequem ist und sehr einfach ist, wenn man sich mit Kräutern helfen will. Es ist der deutlich natürlichere Weg. Und ich persönlich habe den Eindruck, in den letzten 15 Jahren gibt es auch zunehmend mehr Menschen, die diesen Weg gehen. Wenn ich selbst Wildkräuter anpflanzen will, muss ich mir überlegen, was ich brauche. Man kann eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Normalerweise, wenn man die Pflanzen sich selber in den Topf setzen will, für den Balkon oder für die Terrasse, dann muss man die ja eigentlich irgendwo kaufen. Was ich überhaupt nicht empfehle, ist, dass man die Pflanzen draußen in der freien Natur ausgräbt. Das gibt immer wieder Leute, die das tun. Das hat aber den riesengroßen Nachteil, dass die meistens im Topf nicht weiter wachsen, weil die sind sehr fixiert auf den Boden, in dem sie da leben. Und man kriegt die noch nicht mal in den eigenen Garten gepflanzt, oft geschweige denn in irgendeinen Topf. Also schlau ist, dass man sich selber überlegt, was man eigentlich machen will mit diesen Pflanzen. Will ich die in der Ernährung verwenden, also will ich Vitamine und Mineralien, oder will ich mir was Gutes für die Gesundheit tun, will ich was für meine Schönheit tun? Und dann versucht man halt herauszufinden, welche Pflanzen dafür eingeeignet sind. Dafür gibt es ganz viele verschiedene Wege. Man kann ein paar Kräuterwanderungen mitmachen. Gibt es in ganz Deutschland inzwischen, denke ich, sowohl für den Garten als auch für die Wildpflanzen. Und kann sich dabei ein bisschen schlau machen und sich überlegen, was man haben will. Aber es gibt auch gerade hier in unserem Raum sehr viele Wildpflanzengärtner, die speziell damit sich auch auskennen. Pflanzen wachsen überall, da bin ich mir sicher. Und man findet auch für jedes Zipperlein oder für jeden Wunsch ganz sicher eine Pflanze, die da wächst. Nicht nur dem Menschen tun die Pflanzen gut. Das Ganze drumherum ist der Wildkräuterführerin wichtig. Wenn man zum Beispiel die wilde Schafgarbe mal betrachtet, die sich von der Gartenschafgarbe hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass sie einfach rein weiß ist oder manchmal rosa, dann muss man sehen, dass eine wilde Schafgarbe ungefähr 30 bis 40 Bienen- und Falterarten, also Schmetterlinge, ernähren kann. Eine Gartenschafgarbe blüht sehr schön rot und sehr schön gelb, schafft aber nur 3 Insekten. Das heißt, wenn man in seinem Garten ganz viele Wildkräuter einen Raum gibt zu wachsen, dann tut man auch ganz viel für die Biodiversität. Das heißt, man ermöglicht ganz vielen Tieren auch einen Lebensraum. Die ersten Erfahrungen mit Kräutern hat die Winzerin schon in der Kindheit gemacht. Das Weingut war nicht der Anlass. Nee, das hat damit wirklich gar nichts zu tun gehabt. In allererster Linie ist der erste Verursacher mein Großvater gewesen. Der war Zahnarzt und wir Kinder mussten immer mit dem spazieren gehen. Und der hat uns damals die Welt der Pflanzen erklärt. Als Kind fand ich das nicht wirklich spannend, sondern eher langweilig. Aber ich habe ganz viel behalten. Und das habe ich festgestellt später, als ich während der Studienzeit wieder damit konfrontiert wurde. Ich habe dann einen Winzer geheiratet. Da fällt man über die Dinger drüber, sozusagen im Weinberg. Und irgendwann habe ich halt beschlossen, aus dem Hobby sozusagen ein intensives Hobby zu machen. Es kommt dazu, dass ich persönlich es ganz wichtig finde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch für unsere Region. Die Region hier, Rheinhessen, ist ja eine sehr, sehr kräuterreiche Gegend. Und es ist eigentlich unheimlich schade, wenn man das nicht auch nutzt, ein bisschen sowohl im Bildungsbereich als auch im touristischen Bereich. Und deswegen haben wir eigentlich neben unserem Betrieb, der ja auch natürlich sehr viel Arbeit macht, versucht, durchaus mit diesen Pflanzen noch mal so einen anderen Aspekt von unserer Region hervorzuheben. In der Ebene Rheinhessens finden sich andere Kräuter als sonst wo. Es gibt deutlich mehr. Das hängt mit unserem Klima zusammen und mit unseren Bodenverhältnissen. Es gibt viele verschiedene Bodenverhältnisse. Und wir haben hier in Rheinhessen eine sogenannte Klimascheide. Das bedeutet, es wachsen ganz, ganz viele Pflanzen bei uns, die kommen aus dem mediterranen Raum. Weiter im Norden ist denen zu kalt, da kommen die nicht mehr vor. Und es gibt auf der anderen Seite ganz, ganz viele Kräuter, die kommen so aus dem kontinentalen Raum, sibirische Steppen und sowas. Die wachsen bis zu uns, danach ist denen zu warm. Und durch diese Klimascheide und treffen zwei Pflanzengesellschaften aufeinander, die beide riesengroß sind und eine große Vielfalt produzieren und die in dieser Form eigentlich sonst nicht mehr vorkommen. Sie arbeiten im Weingut mit, was ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Aufwand ist, machen Kräuter, Wanderungen, haben ein Buch geschrieben, auch über Kräuter, und Sie haben natürlich Familie, Kinder werden größer, aber die waren auch mal kleiner, als Sie das schon gemacht haben. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Geht das, weil alles am gleichen Platz hier ist? Es ist ja nicht alles auf dem gleichen Platz, aber es geht, weil wir in der wunderbaren Situation einer Großfamilie leben. Also ich nehme mal das als Beispiel, die Kinder. Wir haben bis vor kurzem noch mit der Uroma hier zusammengelebt, also nicht nur in 3, sondern in 4 Generationen. Und die Uroma war die perfekte Babysitterin sozusagen für die Kinder und natürlich auch die Schwiegereltern. Die Schwiegereltern helfen auch im Betrieb mit. Und wir versuchen das so unter einen Hut zu kriegen, dass es für alle gut ist. Und ich bin ein Mensch, der Tag hat 24 Stunden. Packen wir es an. Jede Region hat typische Wildpflanzen. Seine eigene Apotheke aufzubauen ist gar nicht schwer.
Das tägliche Mittagessen mit Kräutern zu ergänzen, tut der Gesundheit gut und der Geschmack wird zum Erlebnis. Egal ob im Blumentopf oder im großen Garten, in der Stadt oder im sonnenreichen Rheinhessen.